Hallo, hier ist Maini. Ich habe euch bereits hier auf meinem Kanal gezeigt, wie man süße Tartlets macht. In diesem Video hier will ich euch zeigen, wie ihr herzhafte Tartlets macht. Genauer gesagt geht es um diese drei verschiedenen Tartlets. Einmal mit Räucherlachs, Kaviar und selbstgemachter Meerrettich-Mayonnaise. Einmal mit Black Tiger Garnelen schön in Knoblauch geschwenkt. Und einmal mit Ziegenkäse und marokkanischer Feigenmarmelade. Schauen wir uns jetzt das Video an. Mit den eingeblendeten Zutaten bereite ich jetzt meinen herzhaften Mürbeteig auf Vorrat vor, der mir für ganze 4 Quiches der Größe 28 cm Durchmesser ausreichen wird. Aus einem dieser 4 Teige werde ich keine Quiche, sondern 6 kleine Tartlets zubereiten. Ich siebe das Mehl auf die Arbeitsfläche, gebe Salz, kaltes Wasser, eiskalte Butter dazu und hacke die Butterstückchen in das Mehl rein. Auf dauerhaftes aktives Verkneten des Teiges verzichte ich. Warum ich darauf verzichte, habe ich euch bereits in dem oben eingeblendeten Video Mürbeteig Grundrezept erklärt. Bitte schaut euch das Video unbedingt an. Sobald die Butterstücke klein werden, verknete bzw. presse ich den Teig ganz kurz in 4 gleich große Stücke, die eingepackt im Kühlschrank gekühlt werden. Aus 3 dieser Teige bereite ich verschiedene Quiches vor und aus einem Teig stelle ich die Tartlets her. Die Teige forme ich bereits jetzt etwas vor, weil sie sich dann im gekühlten Zustand so besser ausrollen lassen. Nach 40 Minuten kommt ein Teig aus dem Kühlschrank raus und wird zwischen 2 Backpapieren etwa 3,5 mm dünn ausgerollt. Danach stechen bzw. schneiden wir uns passende Tartlet-Stücke raus, platzieren den Teig in die Förmchen, löchern den Boden, stellen den Teig für 20 Minuten in den Kühlschrank und backen ihn im vorgeheizten Backofen blind. Was Blindbacken bedeutet und warum das so wichtig ist, habe ich euch in dem bereits erwähnten Video Mürbeteig-Grundrezept erklärt. Wir bereiten die Meerrettich-Mayonnaise zu und stellen dafür eine Emulsion her. Emulsion bedeutet eine Vermischung. In diesem Fall eine Vermischung aus Eigelb, Pflanzenöl, Zitrone, Salz und Senf. Das Öl geben wir peu à peu in die Eigelbmischung rein und rühren das Ganze ununterbrochen um. Natürlich könnt ihr das auch mit einem Stabmixer machen. Bitte nicht zu viel Öl auf einmal reingeben, sonst gerinnt eure Emulsion. Damit die Emulsion klappt, achtet bitte außerdem darauf, dass alle Zutaten Raumtemperatur haben. Das heißt, die Eier bitte frühzeitig rausstellen. Verfeinern könnt ihr die Mayo mit allen möglichen Zutaten, wie Kräutern und Gewürzen. Ich entscheide mich heute für etwas Crème fraîche und frisch geriebenen Meerrettich. Wenn der Meerrettich durchgezogen hat, könnt ihr ihn nach ein paar Stunden mit einem Sieb rauspassieren. Wenn er ganz fein ist, lasse ich ihn gerne drin. Die Mayo muss durchgehend gekühlt werden, man muss sie zeitnah verbrauchen und denkt bitte dran, schwangere Frauen darauf hinzuweisen, dass rohe Eier drin sind. Die Garnelen bereite ich selbstverständlich in Butter zu und arbeite hier gerne mit Knoblauchöl und den eingeblendeten Zutaten. Bitte nicht zu lange in der Pfanne lassen, sie sollen noch schön saftig bleiben. Ziegen, Schafskäse, Camembert, alles was euer Herz begehrt, könnt ihr natürlich auch anbraten und in die Tartlets geben. Gern auch mit einer süßen Komponente, wie bei mir mit einer marokkanischen Feigenmarmelade. Im Prinzip könnt ihr alles, was ihr wollt, in die Tartlets füllen. Nicht nur Käse, Räucherlachs, Kaviar und Garnelen, sondern auch verschiedene Salate, zum Beispiel Waldorfsalat, Thunfischsalat, Tomate Mozzarella, eine Art Pizzamischung mit Salami und Käse oder natürlich auch die Quiche Lorraine als Mini-Tartlet. Das Rezept der Quiche Lorraine habe ich euch bereits hier auf meinem Kanal gezeigt. Da ich meinen Räucherlachs mit dem deutschen Kaviar belege, hier eine Prüfungsfrage an Kochlehrlinge, die gern in der Kochabschlussprüfung gestellt wird. Welchem Fisch wird der sogenannte deutsche Kaviar zugeordnet? Die Antworten bitte in die Kommentare schreiben. Bleibt gesund, guten Appetit!